Buongiorno. Schön, dass ihr wieder dabei seid. Wir haben uns zu einem Spontan-Tasting entschieden. Genau. Ich bin der Karl, an meiner Seite die Andrea und wir probieren den Panarea Island Gin aus Italia. Ich durfte schon kurz reinschmecken und haben gesagt, wir bleiben gleich stehen. Und nach dem Bruderkuss und dem Billy Bones gibt es jetzt den Panarea. Der Panarea. Der ist ganz neu bei dir? Ja, gerade ausgepackt. Ganz, ganz neu. A Botanical Touch of Italy. Okay, was ist drin, wissen wir das? Also es ist drin, klar, Wacholder, Zitronenschalen. Also das Besondere bei dem Gin ist, dass die Zitronen für 15 Tage mazerieren lassen, also eingelegt lassen, dann schmeißen sie den Wacholder mit dazu, dann lassen sie das Ganze nochmal 2 Tage stehen, dann erst wird es destilliert. Und sie geben, nur rum. Der steht nur rum und macht nichts. Und was noch zusätzlich mit drin ist, auch nicht so oft verwendet, ist Myrte. Amen. Myrte. Amen. Also könnte klingt spannend sehr werden. Sehr gesund. Ist was Frisches. Also ganz, Wacholder ganz dezent. Ja. Citrus ja. Ja. Okay, ich gestehe, ich habe keinen Plan, wie Myrte riechen könnte, aber es ist irgend so ein Kraut drüber. Ja, so Kraut. Riecht aber angenehm, ist, würde ich jetzt mal spontan eher so sagen, mild. Mhm. Wir probieren das mal. 44%. 44%, also total super mild, weil wir hatten ja gerade den Billy Bones mit 50, den Bruderkuss mit 46. Da passt doch, 44. Wir lassen es langsam ausklingen hier. Jetzt müssen wir noch einen finden mit 42. Also wir probieren es mal. Also. Schmeckt mir gut. Brennt null. Ganz leicht. Verfliegt aber jetzt gerade schon wieder. Ja. Also die anderen beiden haben sich ja so auf der Zunge gehalten. Nee. Die sind jetzt schon, der ist jetzt schon wieder weg. Bleibt ganz angenehm im Geschmack, also sehr lang anhaltender Geschmack. Mhm. Was Frisches, frisch leicht finde ich. Also ich habe ja vorher schon gesagt, wenn du den pur verkostest, nicht weißt, was du trinkst, dann sagst du, wow, das ist aber ein schöner, milder Grappa. Aus Italien. Ist aus Italien, das ist natürlich wahrscheinlich ein Grappa. Oder haben sie da einfach heute reingeschmissen? Ist doch klar. Haben sie so beschissen. Na, aber ein toller Gin. Okay, wahrscheinlich dreht es. Es ist nach einem alten Familienrezept und der Gründer dreht sich gerade im Grabe um, schätze ich. Wenn ich so einen Unsinn rede. Aber ich habe auch schon 3 Intus. 4. Was? 4? Ich glaube schon. Wir haben 3 Videos, also was redest du? Und davor? Die ist schon besoffen. Die haben ja schon gesoffen, als ich hier ankam. Ja, wir müssen ja probieren, was wir verkaufen. Ich will auch einen Gin-Laden. Kannst hier anfangen, wir suchen Personal. Wir würden mal dazu Tonic, oder? Könnten wir ja Tonic? Mal noch erzählen. Was könnte man dann Tonic nehmen? Also ich würde jetzt da eher so einen Fenty mediterranen Dingsbums oder unseren All-Time Super Favorite. Glaube ich, ist ganz gut. Das Indie könnte aber auch passen. Indie könnte man auch nehmen. Indie wird auch gut. Aber ich glaube, dass dass es auch eine intensive Zitrusnote hat. Ich würde mal sagen, oder? Ja. Ja. Spanien, Italien, gesunde Rivalität. Das passt. Passt super. Mhm. Komm. Also die könnten jetzt aber auch eigenes Tonic machen, ne? Mit den Zitrus drin. Sag das denen mal. Wir schreiben denen mal. Wir fahren da mal hinkommen. Also jetzt heißt Tonic super. Nee, ist schon toll. Super. Ich sag super, nee. Jetzt, du kriegst. Irgendwann sehen wir uns mal einer Meinung. Nein, aber ist toll. Dann hören wir auch mit Videos. Dann hören wir auch. Nee, also Panamera. Nicht Panamera. Wir haben die ganze Zeit gesagt, nicht Panamera, nein, Panarea. Also Panarea, wow. Was wird der kosten? Der wird 39,95, ist eigentlich okay, ist 0,7. Ich hab fast ehrlich gesagt geschenkt, aber nein, das ist jetzt nicht, aber... Nein, also, aber es ist ein toller Gin. Wer einen milden, fruchtigen Gin sucht... Mal was anderes, was mal was anderes gibt. Und auch so ein bisschen eine Grappa-Note hat. Ja, jo. Ist da aufgehoben. Ja, quält mir gut. Cheerio. Cheerio. Haben wir noch was wir probieren können? Wenn die Kamera aus ist, probieren wir einen Tequila. 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 Und jetzt sag mal was? Bonner.
heißt das? Arrivederci. Ah, Arrivederci. Ansonsten mehr Infos im Blog. Wie immer, abonnieren, liken, verbreiten, gerne kommentieren. Kennt den schon jemand? Ich glaube nicht. Das wird, wenn ihn schon einer kennt, bitte reinschreiben. Und bis zum nächsten Mal. Bis zum nächsten Mal. Servus. Servus. Tutto bene. Was heißt jetzt Prost auf Italienisch? Cin cin. Das glaube ich nicht. Das ist global. Hau weg, komm. Wir könnten uns ja vorbereiten auf solche Drehs, aber tun wir nicht. Nee, tun wir nie. Aus Prinzip nicht. Das bringt nichts. Das bringt nichts. Ich vergesse es eh und... Und? Und was die Andrea nicht weiß, gibt's nicht. Achso, okay, also komm jetzt. Wir können jetzt mal sagen, buonanotte, gute Nacht. Aber dazu... Buonanotte. Bis zu früh. Arrivederci. Arrivederci, hau rein. Ciao, ciao. Bis zum nächsten Mal. Mhm.